Herzlich willkommen, liebe 1000 Bass-Fans, hier von der Motorräder 2014 in Dortmund. Ich stehe jetzt hier mit Konrad Schittko. Konrad, du bist noch nicht weltberühmt, wirst es aber wahrscheinlich durch dieses Video. Kannst du mal kurz vorstellen, wer du bist und was du machst? Ja, mein Name ist Konrad Schittko. Ich bin KTM-Händler in Unna, hier in der Gegend. Ich bin Ausrichter der KTM Super Duke Battle oder Conti Super Duke Battle, weil wir auf Conti-Reifen fahren. Meine sportliche Historie ist, ich komme aus dem Langstreckensport, den ich jahrelang betrieben habe. Und jetzt mache ich halt eine eigene Rennserie mit KTM Super Dukes. Mhm. Wie viele Termine werden da gefahren und auf welchen Rennstrecken? Wir haben 7 Termine, 7x2 Rennen und machen ein Auftakttraining immer zum Frühjahr hin, 2 Tage, um halt sich kennenzulernen, um die Motorräder kennenzulernen. Und ja, Spaß zu haben. Ja. Wie viele Teilnehmer stehen da am Start? Gibt es noch freie Plätze? Wir lassen 40 Feststarter zu und haben jetzt aktuell 39 fest eingeschriebene Teilnehmer. Und auf gewissen Rennstrecken, wo es die Kapazität hergibt, nehmen wir auch noch Gaststarter dazu. Mhm. Wobei wir auch schon Gaststarter haben, die sich angemeldet. Von daher sind wir ganz glücklich, weil wir gut aufgestellt sind. Okay, das waren jetzt mal die trockenen Zahlen, jetzt mal ans Eingemachte, nämlich zu diesen extrem geilen neuen Super Dukes. Wer hat die aufgebaut und was wurde hier alles gemacht? Also diese Motorräder, die hier stehen, die sind alle bei mir in der Werkstatt aufgebaut worden. Ist die neue Super Duke, die jetzt im Frühjahr rausgekommen ist, 1290er. Speziell an den Motorrädern hier ist jetzt schon das Fahrwerk mit speziellen WP-Komponenten überarbeitet worden. Hinten sind Competition-Federbeine drin. Wir haben schon die ganzen GFK-Teile erneuert, Lampenmasten gemacht, Höcker, Rücklicht-Dummies. Alles, was man auf der Rennstrecke nicht braucht, ist wirklich ab an den Motorrädern. Und ja. Wir müssen mal sehen, wie sie sich bewähren, weil sind auch für uns neu, die Motorräder. Ja, man sieht hier, die Reifen sind noch nicht ganz neu. War das Motorrad schon im Einsatz? Ja, das Motorrad speziell hier war schon in Valencia und das ist an sich sehr positiv gut gelaufen, der Test. Der Pilot, der hiermit gefahren ist, war 3 Sekunden schneller als mit seinem alten Motorrad in Valencia. Aber Winterzeiten, wissen wir alle, ist immer schön. Auftakttraining wird interessant, da fahren wir auf einer Rennstrecke in Oschersleben, wo es zählt, da haben wir Vergleichsdaten. Schauen wir mal, was da kommt. Ja, ich gehe davon aus, dass die Rekorde alle pulverisiert werden und wir werden die Serie gespannt verfolgen. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg und Glück. Ja, danke.